Dann möchte ich euch ganz herzlich zum Fotocafé Nummer 8 begrüßen. Wir haben eine interessante Anfrage von der Ferienmesse. Es gibt vielleicht eine Kooperation mit der Ferienmesse und wir werden jetzt dann ein spezielles Fotocafé zum Thema Reisen machen. Und wir haben eigentlich drei Anfragen von Firmen, die uns eingeladen haben, dass wir das Fotocafé auch vor Ort machen. Und es ist auch geplant, wenn das wieder richtig losgeht, dass wir das auch dann vor Publikum machen werden. Zum Programm heute. Es gibt ein paar News, dann Lightroom-Tipps. Ich habe heute was zum Thema Erkennungstafel und Wasserzeichen vorbereitet. Der Oliver wird uns heute eine mathematische Abhandlung über die Blende präsentieren. Sehr interessant. Und dann geht es heute um Gestaltungsregeln in der Landschaftsfotografie. Und da haben wir Fotos eingesandt bekommen vom Wolfgang, von Franz und von der Sieglinde. Und das ist aber jetzt im letzten Moment gekommen. Also ich bin ja immer am Sonntag am Nachmittag noch am Schauen, kommt noch irgendwo eine E-Mail, hat noch jemand was gesandt, damit dann auch wirklich alle Leute, die dann gerne mitmachen wollen, auch alle mitmachen können. Jetzt habe ich gerade noch drei Teilnehmer, die ich dazu nehmen muss oder möchte gerne. Der Hans-Georg ist auch das erste Mal da. Herzlich willkommen aus Frankfurt, glaube ich. Oh, wow. Es gibt einen interessanten Gerichtsentscheid in den USA. Und zwar, die Einbettung von Instagram-Posts in Webseiten ist keine Copyrights-Verletzung. Eine Fotografin hat da eine Firma geklagt. Und es ist einfach ein Dilemma für Fotografen, denn Instagram ist eine wichtige Fotoplattform. Andererseits natürlich können die Fotos dann auch verwendet werden. Was aber das Interessante ist, die Fotos wurden in dem Fall nicht gestohlen, sage ich einmal, sondern die haben den Instagram-Post der Fotografin eingebettet, was natürlich auch eine Werbung sein könnte. Aber das sind jetzt so auch diese Probleme der sozialen Medien. Und das wurde in einem Gericht in New York wurde das verhandelt. Ich werde euch dann auch die Links posten zu den Artikeln. Da gibt es ein bisschen ausführlichere Links dazu. Und ist, glaube ich, ganz interessant. Was jetzt interessant ist, im Zug der Corona-Krise sind die ersten Zahlen publiziert worden, dass Spiegelreflexkameras jetzt dramatisch im Verkauf zurückgehen und im höherwertigen Segment spiegellose Kameras einfach im Vormarsch sind, noch mehr als sie schon waren. Und der Verkauf von spiegellosen Kameras sind jetzt im März schon 2/3 gewesen. In dem Zusammenhang gibt es auch was Interessantes. Und zwar, es gibt in Amerika einen Historiker, den David Hurley, und der hat ihm darauf hingewiesen, dass durch die Pestepidemie, die wurde sozusagen auch zum Moderator der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Und ich denke mir, Covid-19 hat jetzt eigentlich auch schon eine Modernisierung eingeleitet. Also wir haben jetzt einfach Zoom und ähnliche Tools entdeckt, das Homeoffice. Also ich denke mal, dass auch durch diese Krise sozusagen sich viel entwickeln wird. Und ich denke auch, dass die Kamerahersteller jetzt sehr dahinter sind, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen und um die vielleicht auch dann natürlich verkaufen zu können, wenn es wieder richtig losgeht. Apropos richtig losgehen, wir haben am Wochenende die ersten Präsenzkurse wieder in Wien. Wir können bei uns im Seminarraum bis zu 4 Teilnehmer aufnehmen unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsbestimmungen. Wir haben eine interessante Kooperation mit dem Restaurant Schubert im ersten Bezirk, wo wir einen großen Raum haben, den wir benutzen können. Und der wird auch jetzt dann noch unsere zweite Homebase werden in der nächsten Zeit. Die Erkennungstafel im Adobe Lightroom, ich werde euch einmal zeigen, was das ist. Und zwar, seht ihr meinen Lightroom? Ja. Oder muss ich den neu freigeben? Seht ihr meinen Lightroom? Ja. Ich kann mir hier oben, ich muss da nur geschwind was ausblenden, ich kann mir hier so eine Erkennungstafel hineinmachen. Das kann auf der einen Seite einmal
ein Schriftzug sein. Oder ich kann auch, wie ich hier gemacht habe, ein Logo einblenden. Errichten der Erkennungstafel. Und ich gebe dann hier eine Grafik an. Das Wichtige ist einfach, die Grafik darf nicht mehr als 46 Pixel in der Höhe haben. Man kann zum Beispiel ein PNG-Bild dann verwenden oder ein JPEG. Aber das Wichtige ist eben nur, dass man nicht mehr als 46 Pixel in der Höhe hat. Und ansonsten kann ich die Adobe ID, das ist hier Standard. Und ich könnte natürlich auch einfach was hineinschreiben. Also ich könnte einfach hier was reinschreiben. Das ist sozusagen die Möglichkeit, hier so eine Erkennungstafel zu machen. Und das zweite ist das Wasserzeichen, wobei ja viele das normale Wasserzeichen unter Anführungszeichen von euch kennen. Das heißt, ich kann mir hier einfach einen Text eingeben. Genau, jetzt schreibe ich da meinen Text hinein. Und habe hier dann die Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Ich kann hier einen Schatten dazu machen, den Schatten versetzen, aber einfach hier viele Möglichkeiten. Könnt hier die Deckkraft verringern und hier kann ich es noch anpassen. Wichtig ist, wenn ihr ein Wasserzeichen macht, dass es nicht zu groß ist. Wenn das Wasserzeichen sozusagen ganz groß ist und ihr habt ein Hochformatbild, dann wird es abgeschnitten. Das heißt, ihr müsst einfach aufpassen, dass das Wasserzeichen auch ins Hochformatbild hineinpasst. Und habe es hier einmal auf weiß gemacht, als PNG auf transparenten Hintergrund am besten. Und jetzt könnt ihr hier das Logo einfügen und habe hier auch die ganzen Möglichkeiten. Ich die Deckkraft mache ich mal auf 100% und ich speichere das Ganze einmal auf Fotocafé. Und wenn ich das Bild jetzt exportiere, dann werde ich hier nur einen Ordner suchen, den ich dann auch sofort finden kann. Genau, das gebe ich hier ins Fotocafé hinein. Und dann ist es einfach wichtig, hier das Wasserzeichen, das Richtige auszuwählen. So, und dann gehe ich hier auf Exportieren und dann habe ich mein Wasserzeichen drinnen. So, wo ist das Bild? Genau, ihr seht, ich habe dann unten hier mein Wasserzeichen drinnen. Eine kurze Frage an den Wolfgang. Wolfgang? Bin da. Du hast so eine schöne Unterschrift. Wo hast denn du deine Unterschrift machen lassen, deine Fotounterschrift? In den USA. Okay, das ist diese Geschichte, wo du sozusagen dafür bezahlst und die machen dir das dann, oder? Richtig. Ich hab nur definiert, was ich gerne hätte, anhand von zahlreichen Vorlagen. Dann haben wir die Unterschrift gemacht, ich habe es dann noch einmal korrigiert und dann war es das. Also ich habe gesehen, das kostet so $40. Ich werde mal sehen, ob es da auch eine andere Möglichkeit gibt, wie man zu was kommen kann. Das wird so eine Recherche sein für eine der nächsten Sendungen. Es gibt mehrere, oder? Ja, es gibt mehrere Anbieter, die das machen. Ich möchte jetzt noch was zu einem Fotoprojekt zeigen, das ich diese Woche gemacht habe. Ich war seit längerer Zeit wieder mal mit der Johanna unterwegs im Schloss Schönbrunn und es war am letzten Montag, es war eigentlich so ein bisschen ein bewölkter Tag, also am späten Nachmittag schon. Und das Thema wird uns heute noch längere Zeit beschäftigen. Ich habe links einmal mit 24 mm dieses Porträt gemacht und rechts mit 70 mm. Und ihr seht einmal sofort den Unterschied. Beim Weitwinkel ist alles, was vorne kommt, viel, viel länger. Was aber jetzt das Interessante ist, ich habe hier den Blitz von der Kamera getrennt mit einem Fernauslöser und habe dann mit so einem kleinen Beauty-Tisch, den man sozusagen vorne am Blitz drauf montiert, der Blitz stand am Stativ, haben die Johanna und die dann aber Fotos gemacht und da ist einfach wichtig, dass man dann sozusagen über die ISO kann ich die Helligkeit des Hintergrunds steuern, was in dem Fall noch nicht so spannend ist. Aber das Interessante ist, auch mit der DTL-Messung funktioniert das sehr gut.
In dem Fall habe ich die Kamera im manuellen Modus gehabt, habe mir die ISO einmal gesucht, dass ich eine Grundhelligkeit habe und habe dann sozusagen den Blitz auf DTL gehabt. Und es gibt wirklich sehr, sehr schöne und ausgewogene Blitzergebnisse. Dann ist es schon ein bisschen dunkler geworden und dann bin ich mit der ISO sozusagen etwas nach oben gegangen und ich kann aber dann über die ISO die Hintergrundhelligkeit steuern. Ich habe sehr weit von unten fotografiert, also war am Boden, war nahe dran und dann wird der Sprung natürlich höher. Wenn ich hier gestanden wäre, wäre der Sprung wesentlich niedriger. Und die Johanna und ich haben aufgepasst beim letzten Fotocafé, wenn man sieht, der Einteiler, schön Brunnen, der Himmel, alles Ton in Ton. Also wir haben da versucht, auch diese Farblinie beizubehalten. Und das war dann sozusagen unser letztes Foto. Da bin ich am Bauch gelegen, auch mit der Blitz von der Seite. Und durch diesen tiefen Standpunkt ist uns dann wirklich ist es uns gelungen, dass wir die Gloriette dann sozusagen unter die Johanna bringen. Und das war dann eigentlich das Ziel an diesem Tag. Dieses blaue Stunde-Bild habe ich dann bei 3200 ISO gemacht. Und diese 3200 ISO brauche ich eigentlich nur wegen dem Hintergrund. In dem Fall brauche ich natürlich kein Stativ, habe ein 200stel gehabt. Und wenn ich dann mein Hauptmotiv, so wie die Johanna, im Vordergrund aufhelle mittels Blitz, dann habe ich dort auch überhaupt kein Bildrauschen, weil sozusagen ja genügend Licht da ist. Und auch im Hintergrund ist das nicht störend. Und es gibt dann am 19.05. einen Praxiskurs mit maximal 4 Teilnehmern beim Schloss Schönbrunn. Und wenn jemand Lust hat, gerne einfach über die Homepage anmelden. Und ich werde mal jetzt an den Oliver übergeben. Ich werde hier mal meine Präsentation stoppen und würde dich bitten, Oliver, dass du übernimmst. Ja, ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Einen Moment, ich schalte zur Präsentation. Da sind wir schon. Seht ihr meine Maus kreisen? Ja. Sehen wir okay. Wunderbar. Gut, ja. Also ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, wie es mir gegangen ist vor vielen, vielen Jahren, wie ich in die Fotografie eingestiegen bin. Ich habe zum Beispiel die Blende, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich habe diese Schreibweisen nicht verstanden, also f/6.5.6 oder 1 dividiert durch 5.6. Da habe ich den Sinn nicht verstanden. Ich habe auch diese Blendenreihe nicht verstanden und auch keine Logik dahinter gesehen. Und jetzt würde ich gerne mal einsteigen und euch erzählen, warum es überhaupt die Blende gibt in der Fotografie. Und da gehen wir jetzt zurück zum Stummfilm, weil die Blende wurde von Filmemachern erfunden. Also beim Film ist es ja so, da macht die Filmkamera pro Sekunde eine gewisse Anzahl von einzelnen Bildern und die werden dann ganz kurz hintereinander gezeigt. Und wenn 12 bis 14 Bilder pro Sekunde gezeigt werden, also diese Bildrate, dann erkennt das menschliche Auge nicht mehr die einzelnen Bilder und es entsteht der Eindruck eines bewegten Bildes. Und eine Standardeinstellung ist, dass man 24 Bilder pro Sekunde fotografiert beim Film in einer Sekunde und jedes einzelne Bild circa mit einer 50stel Sekunde belichtet. Also das heißt, die Filmkamera macht jede Sekunde 24 einzelne Bilder und jedes einzelne Bild wird mit einer 50stel Sekunde belichtet. Oliver, ja. Geh nur bitte mal kurz zurück. Ja. Wisst ihr eigentlich, warum? Gehst du zu der einen Folie einfach zurück? Zu der Filmfolie? Nur um eine Folie zurück. Und zwar, okay, das Interessante ist, also normalerweise braucht man ja 25 Bilder pro Sekunde, weil das sind im Prinzip diese ganzen, also mit 25 Bilder pro Sekunde, das war das Filmformat. Man hat dann gesagt, also wie man auf analog Film belichtet hat, dass die Leute einfach ein bisschen sparsam waren und sie haben gesagt, wir lassen einen Frame weg, das merkt man eh nicht, und dann wird mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht.
Und diese eine 50. Sekunde ist quasi die 180-Grad-Regel. Das heißt, 25, die halbe Zeit, also das wäre eine 50. Sekunde, ist die Belichtungszeit beim Filmen. Und wenn jemand jetzt filmen würde mit einer 15. Sekunde, dann wird das Ganze sehr zeitlupenmäßig und sehr unscharf. Und wenn jemand jetzt im Automatikmodus einen Wasserfall filmt mit einer 400. Sekunde, dann wird der Wasserfall, der wird ausschauen wie eine Sternschnuppe. Also wenn ihr mal filmt, dann solltet ihr einfach aufpassen, dass ihr bei dieser 50. Sekunde bleibt. Bitte, Oliver. Okay, ja. Also ich steige nochmal ein. Also das heißt, beim Film werden 24 Bilder pro Sekunde belichtet und jedes einzelne Bild mit einer 50. Sekunde. Jetzt habe ich sozusagen den analogen Film fix mit seiner Lichtempfindlichkeit, also ISO, und dann ist die Belichtungszeit fix. Was bleibt jetzt über, um sozusagen hellere Szenen und dunklere Szenen dementsprechend in der Belichtung zu steuern? Na, es bleibt nur mehr über, dass ich sage, ich kann das mit einem Graufilter regeln, das heißt, ist es draußen sehr hell, dann montiere ich einen Graufilter. Und wenn ich dann in einen Innenraum filme, dann nehme ich halt den Graufilter wieder runter. Das ist sehr mühsam. Und deswegen haben damals vor 100 Jahren die Filmleute die Blende erfunden. Und das ist dann ein mechanischer Bauteil, der im Objektiv verbaut wird. Und das war so praktisch, dass sich das dann auch in der Fotografie durchgesetzt hat. Jetzt, wie funktioniert diese Blende? Das ist wie ein Gartenschlauch, wenn das Wasser durchrinnt und ich mache diesen Gartenschlauch mit meiner Hand enger, dann kommt halt weniger Wasser raus. Und genauso ist es bei der Blende, wenn die Blende kleiner ist, kommt halt weniger Licht auf den Sensor. Und eine ganz tolle Kamera, das war die Agfa Symphobox, die wurde von 1930 bis 1960 gebaut. Die hat da eine Blechplatte gehabt, die hat man so hinein und hinausziehen können und auf dieser Platte waren unterschiedlich große Löcher und mit dieser Steckplatte, die man rein oder rausgezogen hat, hat man einfach die Blende vorgewählt und hat dann eine dementsprechende Belichtung gehabt. Und jetzt, ich muss jetzt nur kurz da die Darstellung auf ganze Seite, okay. Und jetzt war meine logische Überlegung vor vielen, vielen Jahren, wie ich begonnen habe mit der Fotografie, na gut, wenn die Blende ganz offen ist, ist eh klar, dann sehe ich das ganze Bild. Wenn die Blende jetzt geschlossen ist und nur mal so eine kleine Öffnung ist, warum sehe ich dann trotzdem das ganze Bild? Normalerweise müsste ja dieses Bild dann so aussehen. Also ich habe eine ganz kleine Blendenöffnung, dann müsst ihr ja nur einen kleinen Bildausschnitt sehen. Das ist nicht so. Und da wollte ich halt im Internet ein paar Fachartikel dazu finden, habe aber nichts gefunden. Ja, jetzt habe ich mir müssen hinsetzen und wie vor 20 Jahren in der Schule mit Zirkel, Bleistift und Lineal mir selber sozusagen die Lösung aufzeichnen. Und die Lösung ist im Prinzip sehr simpel. Das ist jetzt unser Motiv. Das wird von der Sonne bestrahlt. Und vom Motiv werden die Lichtstrahlen sphärisch in den Raum reflektiert. Unsere Linse, die habe ich jetzt da symbolisiert mit dieser einen Linse im Querschnitt, sammelt dieses Licht und das Motiv wird hinten auf der Sensorebene projiziert. Und rot eingezeichnet jetzt hier die Blende mit einer großen Öffnung. Und ihr seht eh, hier werden alle Lichtstrahlen genutzt, um dieses Bild am Sensor zu projizieren. Wenn ich die Blende jetzt schließe, man sieht es jetzt hier, wird dieser Lichtstrahl blockiert, diese zwei Lichtstrahlen blockiert und nur mehr diese beiden Lichtstrahlen projizieren unser Motiv. Das Motiv wird immer noch ganz gezeigt, aber mit deutlich weniger Lichtintensität. Das heißt, das Bild wird dadurch dunkler. Und die Logik aus dieser Geschichte, große Blendenöffnung, viel Licht kommt auf den Sensor, das Motiv wird hell, kleine Blendenöffnung, wenig Licht geht auf den Sensor, das Bild wird dunkel. Und jetzt ist dann meine nächste Überlegung,
gekommen, wo ich mir gedacht habe, naja, aber was hat das jetzt da mit diesen komischen Zahlen zu tun? Die Blendenzahl. Und da müssen wir jetzt wieder zurück vor 100 Jahren in die Stummfilmzeit. Und aus der Praxis, der Regisseur sagt seinem Kameramann, bitte lieber Kameramann, ich möchte jetzt, dass du die nächste Szene dunkler belichtest. Dann fragt der Kameramann, ja, um wie viel dunkler? Ja, und weil es ja damals noch keinen Monitor gegeben hat, wo man sozusagen eine Testaufnahme durchführen hat können und sich das nachher anschauen hat können, hat man sich sozusagen auf eine Norm geeinigt. Und die Norm war so, wenn der Regisseur gesagt hat, bitte dunkler, dann war das immer um die Hälfte dunkler. Also das war das Ausgangsbild, und wenn der Regisseur gesagt hat, dunkler, na, dann ist dieses nächste Bild um die Hälfte abgedunkelt worden oder umgekehrt um die Hälfte heller fotografiert worden. Und was hat jetzt müssen der Kameramann machen? Also der hat jetzt da seine Ausgangsblende gehabt, mit jetzt in dem Fall mit einem Beispiel mit 50 mm Durchmesser, und hat dann müssen eine neue Blende berechnen mit einem neuen Durchmesser, damit der Belichtung um die Hälfte weniger wird. Und da muss man nur ganz einfach mathematisch sagen, das ist jetzt die ganze Pizza. Und wenn die Belichtung um die Hälfte weniger werden soll, dann muss die Fläche des zweiten Kreises die Hälfte des ersten Kreises sein. Dann habe ich sozusagen die Belichtung um die Hälfte reduziert. Also eine ganze Pizza wird kreisrund auf eine halbe Pizza abgebildet. Naja, das ist jetzt die Auflösung von dem Ganzen. Praktisch müsst ihr euch nur merken, wenn ich den Ausgangsdurchmesser, also diese 50 mm, mit 1 dividiert durch Wurzel 2 multipliziere, dann bekomme ich final den neuen Durchmesser für die neue Blende, wo die Helligkeit des Bildes um die Hälfte reduziert wurde. Und dieses Wurzel durch 2 ergibt 1,4. Und jeder Blendenschritt, wo ich sage, von der nächsten Blende wieder zur nächsten, wieder um die Hälfte dunkler ist wieder durch 1,4 und wieder 1,4 und wieder 1,4. Das heißt, von der Ausgangsblende einmal dunkler muss der Kameramann einfach den Durchmesser durch 1,4 dividieren. Und wenn jetzt der Regisseur gesagt hat, nein, ich möchte nicht um die Hälfte dunkler, sondern um ein Viertel, das soll nur mehr ein Viertel von der Originalhelligkeit haben, na, dann hat müssen der Kameramann den Durchmesser durch 2 dividieren. Und wenn der Regisseur gesagt hat, bitte nur mehr eine Achtelhelligkeit, dann hat der Kameramann müssen durch 2,8 den Durchmesser der Blende dividieren. Und seht ihr jetzt da irgendwas, erinnern euch jetzt diese Zahlen was, also 1,4, 2, 2, 8, das ist unsere Blendenreihe, die dadurch entsteht. Also die Problematik war immer, großer Kreis und der nächste Kreisdurchmesser oder die Fläche muss jetzt die Hälfte sein. Und mit diesen Zahlen hat der Kameramann einfach multipliziert und dann hat er gewusst, jetzt habe ich das Bild um die Hälfte abgedunkelt. Und Karl, was sagst du jetzt zu diesem Ergebnis? Ja, ich bin total fasziniert. Das möchte ich unbedingt im nächsten Einsteigerkurs bringen, oder? Und wer das nicht berechnen kann, der kann gleich wieder nach Hause gehen. Das, was meiner Meinung nach das Schwierige ist, weil die Blende eben kein absolutes, sondern ein relatives System ist. Und ich erkläre es im Prinzip immer so. Die Blende kann man auch vergleichen mit der Iris vom Auge. Das heißt, wenn jetzt sehr viel Licht ist, dann ist die weit geschlossen. Und wenn sehr wenig Licht, ist sie weit offen. Und dein Gartenschlauch-Bild gefällt mir sehr gut. Ich erkläre nämlich immer das Dreigestirn Blende, Verschlusszeit, ISO folgendermaßen. Ich habe jetzt einmal einen Wasserhahn mit einer Wasserpumpe, die ich in Stufen schalten kann, und ich habe vorne einen Gardena-Schlauch. Der Gardena-Schlauch ist die Blende und den kann ich wechseln. Der kann entweder dick oder dünn sein. Über einen Wasserhahn kann ich sozusagen das Wasser lang oder kurz laufen lassen, und die ISO sozusagen
ist dann eine Wasserpumpe, die ich in Stufen schalten kann. Und wenn ich sozusagen mehr Wasser brauche, damit jetzt mein Gefäß mit einem Liter Wasser, sprich Licht, also die richtige Menge hat, kann ich sozusagen mit diesem dritten Wert das Ganze beeinflussen. Und die ISO sind ja auch wieder in Blendenstufen, die Verschlusszeit sind in Blendenstufen. Das heißt, durch die elektronischen Kameras, also das ist schon in Spiegelreflexzeiten, analog hat es das schon gegeben, konnte man diese sogenannten Drittelblenden einstellen. Und das verwirrt natürlich. Wer Fotograf wird nie sagen, nimm Blende 7,1 oder nimm Blende 14, der sagt, nimm Blende 11 oder nimm Blende 16. Also wir sprechen eigentlich in der Regel von ganzen Blendenwerten. Und diese unterschiedlichen Werte bei Objektiven ist einfach bauartbedingt. Das heißt, im Objektiv ist ein Gartenschlauch drinnen, der im Weitwinkelbereich einen größeren Durchmesser hat wie im Telebereich. Und das, finde ich, ist das, was es ein bisschen kompliziert macht. Aber Oliver, du hast das eh sehr toll hergeleitet und ich gebe an dich wieder zurück. Also meine Botschaft ist jetzt, dass man sagt, wenn Sie euch wundert, warum das so komische Zahlen sind, das ist halt vor über 100 Jahren entstanden, damit der Kameramann irrsinnig schnell halt die Anweisungen des Regisseurs umsetzen hat können und gesagt, okay, um die Hälfte kleiner hat er durch 1,4 dividiert oder wenn gesagt hat, nur mal ein Viertel hat er durch 2 den Durchmesser dividiert und hat damit mit diesen Zahlen die neue Blende einstellen können. Und die Hersteller haben das also bis heute so belassen, weil man könnte ja heute ja sagen, das ist jetzt 1, 2, 3 oder 4. Man muss das jetzt nicht mehr mit diesen Zahlen bezeichnen. Aber das hat sich einfach historisch durchgesetzt. Und das Tolle an diesen Zahlen ist, egal welches Objektiv du nutzt, es funktioniert immer nach diesem gleichen Prinzip. Also das heißt, Blende 1 heißt, Helligkeit des Motives ist gleich der Helligkeit der Abbildung. Wenn ich jetzt die Blende 1.4 wähle, das heißt, ich reduziere die Helligkeit um die Hälfte, dann ist es Helligkeit Motiv gleich Helligkeit der Abbildung dividiert durch 2. Bei Blende 2 wird die Helligkeit des Motivs durch 4 dividiert, damit ich dann die Helligkeit der Abbildung bekomme. Also so setzt sich diese Reihe fort. Ihr müsst euch im Prinzip nur merken, Blende 1 bedeutet, Helligkeit Motiv ist gleich Helligkeit der Abbildung. Und wenn ich jetzt einen Blendenschritt abblende, dann habe ich Blende 1,4 und dann ist so das Bild um die Hälfte dunkler. Das ist so die finale Botschaft von dieser ganzen Rechnung. Und jetzt habe ich dann auch diese Zahlen verstanden, das sind nur einfach unterschiedliche Schreibweisen. Also das ist diese Division, was der Kameramann immer machen hat müssen. Also 1 dividiert durch 5.6 oder das ist halt so geschrieben. Oder halt mit diesem F hast halt die Blende. Und man hat dann oft, wenn man die Division nicht schreiben wollte, hat man halt gesagt F5.6. Und die Blendenreihe an sich ist jetzt dann auch klar, weil das ist halt immer um die Hälfte dunkler von einer Blende zur nächsten Blende. Und wenn ihr wissen wollt, wie man jetzt, warum jetzt bei einer offenen Blende der Hintergrund dann so schön unscharf wird, dann müsst ihr nächsten Sonntag um 19 Uhr wieder einschalten, weil da erkläre ich dann physikalisch, warum der Hintergrund da so schön unscharf wird. Gut. Gibt es von eurer Seite her noch Fragen? Also Oliver, wenn wir sagen, Gratulation, das war wirklich eine ausgesprochen tolle Präsentation. Ja, danke schön. Dann schalte ich wieder zu dir, Karl. Ja, dann dürfen wir, da tun wir uns jetzt schwer, wenn es so gut ist, wenn wir wieder weitermachen müssen. Also wir haben uns jetzt Gedanken gemacht über die Bildgestaltung und haben natürlich wieder uns die Malerei zum Vorbild genommen. Und Peter, wir verstehen ja das nicht einmal in Deutsch und in Italienisch schon gar nicht. Jetzt würde ich mal bitten, dass du einmal kurz ein paar Worte dazu sagst. Ja, hallo auch von mir. Also bei der Bildkomposition hat sich die Malerei schon längerem darüber Gedanken gemacht und dadurch die Malerei ein paar hundert Jahre Vorsprung zur Fotografie hat, wurde das sehr, sehr genau aufgearbeitet. Und das ist ein Lehrbuch, das ich mir gekauft habe vor ein paar Jahren und in Wirklichkeit in jedem Basisbuch sind
Vorlagen drinnen. Und diese Vorlagen sind sehr hilfreich, weil die Komposition eines Bildes für unseren Sinn sehr kompliziert ist. Weil ihr kennt das genauso auch aus der Fotografie, und ich spreche jetzt speziell, wenn man im Freien malt und man an einem Ort geht, den man gerne fotografieren oder malen möchte, dann hat man da sehr viele Eindrücke beim Hingehen. Und wenn man dann sagt, man hat einen Platz gefunden, den man gerne abbilden möchte, dann schaut man ja nicht automatisch auf die beste Komposition in dieser Landschaft, sondern man schaut sich um, man bewegt sich, und unser Sehsinn funktioniert da genauso wie eine Stitching-Software in der Fotografie. Also unser Auge bewegt sich schrittweise durch die Landschaft, und unser Gehirn schnipselt es dann zusammen in eine Vision, die wir gewohnt sind zu sehen. Und das geht natürlich, aber es ist sehr interessant zu wissen, weil diese Aufgabe für unser Gehirn sehr aufwendig ist und man dann teilweise von dem, was man vorhat, abgelenkt wird durch das. Und die Schwierigkeit besteht dann, dass man aus diesen ganzen Eindrücken ein 3D-Bild auf ein 2D-Bild auf einem relativ kleinen Maß wieder unterbringt. Weil ich glaube, das Problem ist, wir sind so beeindruckt von der Landschaft und schauen einfach dann rundherum, aber unser normaler Winkel sind 60 Grad, das was in etwa ein 50 mm Objektiv entsprechen würde. Genau, und darum schaut man sich dann um, damit man die ganze Landschaft rundherum sehen kann. Und je nachdem, welches Objektiv man da wählt, geht das natürlich beim Fotografieren nicht und in der Malerei auch nicht. Und auch beim Draußenmalen verwendet man normalerweise nur ein einfaches Sichtfeld. Das bei uns wäre das auf 50 mm. Und dann sind diese Regeln sehr hilfreich, wenn man sich für eine Sicht entschieden hat, für ein Motiv, kann man dann diese sozusagen Vorlagen drüberlegen und schauen, was am besten in diesem Fall funktioniert. Also, was wir alle wissen, aber vielleicht nur ganz kurz, um uns das vielleicht auch noch ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wenn ich ein Weitwinkelobjektiv habe, da werden natürlich alle Objekte im Vordergrund, alles, was vorne ist, wird größer. Und das bei 16 mm ist dieser Effekt am stärksten. Und Richtung 50 mm bekomme ich dann eine natürliche Perspektive. Wenn ich ein Teleobjektiv verwende, dann wird Vordergrund und Hintergrund einfach komprimiert. Und je länger die Brennweite, umso stärker wird dieser Effekt. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist die Höhe der Kamera. Das heißt, die Augenlinie, gehe ein bisschen in die Knie oder stelle mir irgendwo rauf. Dann, das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu berücksichtigen. Peter, soll ich nochmal auf das Buch zurückgehen oder bist du da fertig? Nein, das tun wir dann direkt, wenn wir uns die Fotos anschauen. Genau. Also, wir haben mal von Wolfgang ein Foto bekommen. Und Wolfgang, vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu und dann werden wir unseren Senf dazugeben. Also, da steht W oder V. Das wird Weitwinkel heißen, oder was heißt das vor? Ja, was heißt nein, ein bisschen was. Wir sagen jetzt einmal gar nichts. Gut, sagst gar nichts. Gut. Das ist praktisch wieder ein Standardmotiv von Kleine Tief. Wir haben das aufgenommen in Schottland. Und wenn Sie ins Internet schaut, kommt dieses Motiv sehr häufig vor. Bin ich erst im Nachhinein dann drauf gekommen. Es ist von einem relativ niedrigen Standort, nämlich von der Wasserhöhe aufgenommen, mit einem Weitwinkelobjektiv und einem 150 mm Lee-Filter, damit das Wasserrauschen ist. Erschwerend war, es hat in Strömen geregnet. Und ich brauche Ihnen zu sagen, was das bedeutet, wenn man mit einem 150 mm Filter im Regen steht. Dass man dauernd am Abwischen bzw. am Abdecken. Ja, so ist das Foto entstanden. So, ich sage jetzt mal ein bisschen was zum V. Werde ich da mal das V einzeichnen. Das ist einfach so ein ganz ein typisches Element der Bildgestaltung. Und
Aus dem Grund funktioniert das Bild auch so gut. Ich würde den Peter noch kurz zuschalten. Genau, und das Bau in dem Fall ist natürlich umgekehrt, aber E, A darf nicht passen, weil das gibt den Strichel nicht wirklich. Nicht? Und W oder V, weil diese Form würde auch zweimal funktionieren, in dem Fall wäre es dann ein M, aber dass man sagt, man hat in einer Zone mit einem sehr starken Kontrast, das ist meistens zwischen Boden und Himmel, dass man dann am Horizont sozusagen ein bisschen eine Struktur hat gegen den Himmel. Wenn das Bild wäre zum Beispiel weit weniger interessant, wenn das da hinten flach wäre. Ne? Also wenn ich mir den Berg wegdenken würde, würde das Foto nicht funktionieren. Genau, auf jeden Fall, das ist ein ganz typisches, typische Kompositionsvorlage dieser Zentralperspektive. Und ich glaube, beim Weitwinkelobjektiv oder einem kleinen Objektiv, da ist das fast automatisch, weil die ganzen Linien, die parallel sind in der Landschaft, dort dann auf dem Punkt. Man sieht auch, die Linien ziehen alle zur Mitte eigentlich. Genau, das ist auch wieder mit Filter aufgenommen, auch wieder mit einem ziemlich tiefen Standpunkt, nämlich dass ich den Vordergrund drauf habe. Und ich bin nebenbei bei dem Foto Wascheln ausholen. Und wenn man jetzt schaut, es zieht sich nämlich diagonal von da eigentlich über die Wolken auch rein, gell? Also ja. Es fokussiert alles da in der Mitte, das ist interessant. Genau. Und so, jetzt muss ich wieder meine Zeichnung löschen, sonst haben wir es auf alle ganz Bilder drauf. Kurze Anmerkung, Wolfgang. Es hat sich ausgezahlt, nass zu werden. Die beiden Fotos sind sensationell. Also, vielen herzlichen Dank. Aber es war dann der Rucksack auch nass. Also, ich war rundherum nass. Aber so. Die Kamera ist trocken geblieben. Das will ich. Würde mir bitten, den Wolfgang nichts zu sagen. Und wer mag was dazu sagen, jetzt von unseren Zusehern, was euch da auffällt? Was würdet ihr im ersten Moment wahrnehmen? Totes Schaf. Ein totes Schaf, ja. Die zwei Drachen, ja. Eine ungewöhnlich hoher Horizont, also über der Drittelteilung und trotzdem wirkt das Bild. Ja, das ist, ich glaube, das schaut aus mit zwei Bildern, ist eine sehr gute, ein Vordergrundbild und das rückwirkende Bild, ja. Genau so ist es, weil natürlich der hellste Lichtpunkt ist da in der Mitte am Meer und die Personen, die davor gehen, auf die schaut man sehr gerne und ja, und im Vordergrund die Schaf, das entdeckt man wahrscheinlich dann auch irgendwann einmal. Wobei wir dann diskutiert haben. Das ist auch eine Zentralperspektive, man hat immer diese Leitlinien da im Sound, die nach hinten leiten und dann natürlich mit den beiden Hügeln am Meer, das dann in die Mitte leitet. Wobei wir gesagt haben, dass eigentlich die Personen sozusagen der Blickfang sind, und wenn man nicht genau schaut, dann das Schaf man am ersten Blick eigentlich gar nicht sieht. Man muss nicht unbedingt sehen, ja. Aber in dem Fall könnte man sich entscheiden und zum Beispiel die Personen hinten und also im Hintergrund ist ein bisschen unschärfer machen, weil man will, dass das Schaf der Blickpunkt ist in dem Bild. Ne? Genau, aber je nachdem, wo ich die Schärfe habe, aber man wird sehr verführt, sofort da in diesen Bereich reinzuschauen, weil da ist es auch heller. Wo man heller ist, schaut man natürlich auch als erstes rein. Genau. Und was Entschuldigung. Sache ist aus der Malerei, also bei einem Bild schaut man immer, dass sozusagen das kleine Format schon funktioniert, weil die Idee ist immer, wenn ein Bild irgendwo hängt in einem Raum oder zum Beispiel in einem Museum oder in einer Galerie, wenn man reingeht, dass man die grobe Komposition erkennt und sozusagen durch den Raum dorthin gezogen wird. Und in dem Falle, wenn man das Bild von weiter weg sehen würde, dann würde man wahrscheinlich das Schaf eher nicht sehen, aber eher den hellen Punkt am Meer und dann wahrscheinlich eher die Figuren. Und dann beim näheren Hinschauen wahrscheinlich würde man das Schaf entdecken. Gut. Wolfgang, da darfst du ein bisschen was zu deinem Kunstwerk sagen? Ja, das ist auch wieder eine Weitwinkelaufnahme mit dem 14mm Objektiv. Zurecht geschnitten und das war auf dem Lochnakiel, auch in Schottland,
Und das ist witzig, das war der Wolfgang Holzacker, den du ja auch kennst, wir haben beide dasselbe Bild gemacht, aus einer anderen Perspektive. Er hat es von der sonnenzugewandten Seite gemacht, ich von der sonnenabgewandten. Und bei ihm wirkt das Foto fast lieblich und da wirkt es wirklich so wie ein Schiffsfriedhof. Ja, und das ist ja, vielleicht. Und ich habe es noch dazu aber beschnitten, weil ich wollte so eine Landscape-Format haben. Da sieht man auch das M noch einmal, was da das Ganze interessant macht. Der Horizont ist leicht über der Mitte. Und genau. Ansonsten auch wieder sehr Zentralperspektive mit einem Schwergewicht auf der rechten Seite. Genau, aber das ist, glaube ich, mit einem Weitwinkel wird alles zentral in Wirklichkeit. Weil die ganzen parallelen Linien zusammenlaufen auf einen Punkt. So, Wolfgang, bitte. Das war eigentlich kein Bild in dem Sinn, sondern das war ein Übungsformat. Einfach, weil wir auf Island üben wollten, wie kann man eine relativ einödige Landschaft mit einem Vordergrundelement bei Weitwinkel noch ein bisschen ins rechte Bild rücken. Und so ist dieses Bild entstanden. Das war eigentlich eher so ein Übungsbild, wo wir aus unterschiedlichen Richtungen versucht haben, den Berg aufzumotzen durch einen Vordergrund. Und da ist auch wieder interessanter, weil es diese M-Form, und die kommt sehr oft vor, das ist nicht so ausgeprägt. Also wenn man da im Hintergrund quasi so ein M hat, was natürlich bei Bergen oft vorkommt, dann funktioniert das Foto. Genau, und in dem Fall ist es interessant, obwohl der Berg in dem Fall nicht der Blickpunkt ist oder der Blickfang, weil die Blumen sehr scharf sind und diese sehr interessante Form im Vordergrund. Und das ist eine sehr gelungene Komposition aus sehr wenigen Wirklichkeiten. Also ungefähr, nur um einen Eindruck zu verleihen, das haben wir mit einem 14 mm Objektiv aufgenommen, das ist fast direkt vor diesem Blumenbüschel aufgebaut. Das schaut noch viel größer aus, als es tatsächlich war. Gut. Jetzt haben wir da eine halbe Diagonale. Wir haben ein paar versteckte M-Formen. Also es ist die Diagonalen sind ganze Diagonalen, aber wenn man wollte und das Bild spiegeln würde, dann wäre es eine Zentralperspektive. Ne? Da sind überall Diagonalen drinnen. Genau. Und was jetzt vielleicht ganz wichtig ist, Peter, da darfst du was sagen dazu. Genau, ist auch ein horizontales Element, speziell auf diesen Panoramabildern, weil wenn es alles relativ länglich ist und es gibt keine sozusagen keine Diagonalen und keine Vertikalen, das wird dieser berühmtes Fahnen oder Flaggen, eine Flaggenkomposition, die dann relativ langweilig werden kann. Magst du noch was sagen, Wolfgang? Also das Bild habe ich vor allem von dem Hintergrund dessen aufgenommen, was Oliver das letzte Mal gesagt hat, nämlich die Farbkomposition, dass da relativ viele Kontrastfarben drauf sind. Und das ergibt sich auch eigentlich bei diesem Licht im Norden automatisch, und die Sonne untergeht, wird alles so rosig und rot. Genau, und in Wirklichkeit hast du Komplementärfarben sind das. Du hast Rot und Blau, und das ist perfekt natürlich. Ja. Das und das hat man dort relativ schnell, wenn die Sonne untergeht, allerdings nur relativ kurz. Das Spektakel ist innerhalb von 10, 15 Minuten vorbei. Ja, das also, ist super. Wir sind jetzt auf die Farben nicht so sehr im Detail, der wir eingegangen, weil wir die letztes Mal gehabt haben. Bei dem Foto ist es auch interessant. Der Blickfang ist natürlich eh klar, was das ist. Das sieht man sofort, wo man sich sozusagen fängt. Was interessant ist auch, wir sind wieder so schön laufende Linien und vor allem diese Linie, die stabilisiert das Bild, das ist auch wichtig. Genau. Das ist vielleicht unscheinbar, aber ist sehr wichtig. Ja, da habe ich lange, ich habe es auch einmal herausgenommen, weil es mich zunächst einmal gestört hat, dann wird das Bild aber sehr langweilig.
Und das Zweite, wo ich mit diesem Bild zu kämpfen hatte, war die Farbe eher herauszunehmen als hineinzubringen, weil das sehr schnell dann kitschig ausschaut. Aber wenn ihr euch erinnert, das ist, wir sind da zu zweit gestanden, der Marc Graf hat eine ähnliche Aufnahme genau zum selben Zeitpunkt. Wir haben das nie mehr später gefunden, so in dieser Zusammensetzung. Aber die Farben sind tatsächlich so, wie sie auch waren, mit dem Auge wahrnehmbar. Das ist super. Ist auch komplementär. Violett und Gelb. Ja. Genau. Und durch diese horizontale Linie im Vorgrund und dann über diesen Strauch wird dann sozusagen eine Diagonale immer steiler, ist da ein ganz super Rhythmus drinnen und der Blickfang ist in dem eingefangen. Das wirkt natürlich sehr gut. Ja, da, durch diese schöne Rundung, gell, was wir da haben, genau, ist genau. Das fokussiert eigentlich alles dann auf die Sonne. Das ist nebenbei mit F16 aufgenommen, damit der Stern möglichst schön wird. Ja, spitze. Ja, da haben wir eine Zentralperspektive mit sehr niedrigem Horizont. Genau. Und noch eine Diagonale. Und natürlich diese Vorlagen sozusagen, die sind, da gibt es kein fixes Muster, die sind verlaufend und teilweise kann man mehrere anwenden, aber es ist mit der Zeit dann interessant, wenn man nach diesen Elementen sucht, dann wird es relativ einfach, dass man sagt, man baut das ein und schaut drauf. Weil es wird euch sicher öfters passieren, dass man macht Fotos und dann schaut man sich daheim an im Lightroom und dann sagt man, wenn ich das ein bisschen nach rechts oder links verschoben hätte oder ein bisschen einen höheren Punkt oder einen niedrigeren Punkt, dann hätte es von dem genau passt. Also in dem Fall war es sehr einfach, weil ich im Sucher das Raster eingeblendet habe und mir das einstellen kann. Genau. Und an und für sich ist die Aufnahme, ist das ja nicht, zunächst einmal nicht sehr spektakulär, es ist ein Straßen wie der andere auch, aber es wirkt dann, indem man etwas über das Drittel hinausgeht, also unten ist fast das Drittel, aber links ist etwas Drittel hinaus, das noch mehr an den Rand drängt. Ich habe drei Aufnahmen gemacht, auch eine andere, die mehr zentraler wäre, die hat mir nicht so gut gefallen. Das glaube ich, ja. Nein, und da kann man sich wirklich spüren damit. Und das Problem ist ja, wenn man dort mit dem freien Auge schaut, dann ist ja da so viel zum Sehen, dass das überwältigend wird. Und mit dem Sucher oder auch, ich habe gelesen von einem anderen Fotografen, die gingen teilweise am Anfang mit einem Handy, dass man sozusagen schon ein Gerät hat, das sozusagen 3D auf 2D ummünzt. Und dann kann man das einfach, kann man das besser einschätzen. Also ich hab einen Kunstkniff, ich habe immer Dioramal mit. Genau. Wenn ich mir nicht sicher bin, schaue ich das Dioramal durch und dann sehe ich schon, ohne dass man die Kamera ansetzen muss. Ja. Aber die Linien im Sucher helfen zusätzlich. Ja, genau, das haben wir in der Malerei auch. Ja. So einen kleinen Suchfinder, kann ich mir dann auf meine Formate einstellen und mit dem schaue ich dann, was am besten passt. Ja. Ja, da hätten wir jetzt eine halbe Zentralperspektive und eine Diagonale vorne auch drinnen. Genau. Und hinten kannst du die Ems aussuchen, wo du das willst. Also in Wirklichkeit, wenn du einen strukturierten Horizont hast, das ist immer hilfreich. Da haben wir Ems ohne Ende, in alle Variationen. Genau. Die sogar noch ineinander verschachtelt sind. Genau, und es ist immer gut, wenn man nach dem sozusagen ausschaut. Und es ist, glaube ich, auch ganz schön, dass da einfach ein freier Platz ist. Dieser negative Raum, das lässt das Bild ein bisschen mehr atmen. Genau, und stabilisiert. Kann einfach richtig ins Freie rausschauen. Also das waren auch wieder drei Aufnahmen, wo ich gespielt habe und die ist am bündigsten. Wenn man weniger nimmt vom Berg, schaut schon immer mehr gar so gut aus. Ah, das glaube ich, dann ist zu wenig drauf. Ja, dass das Bild balanciert bleibt. Ja. Und da ist auch wichtig, das, was du gesagt hast, dass der Aufnahmewinkel sehr flach ist, damit man möglichst viel auf dem Vordergrund noch drauf hat, weil sonst wird es auch dann leicht fad. Ja, genau.
Ja, das ist der typische in der Malerei Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Das sollte man immer haben. Wenn der Vordergrund fehlt, dann fehlt der Bezug, dann weiß man, wie groß die Sachen sind und wo man steht und so weiter. Ja, da haben wir ein Foto von Franz bekommen. Und das ist auch interessant, da haben wir nämlich ein halbes S drinnen, oder? Eine Diagonale, ich werde das nur mal einzeichnen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Genau, also ein S haben wir noch keins gehabt, sagst du genau. Weil S ist auch sehr wirksam, natürlich, wenn du einen Fluss hast oder einen Weg. Und in dem Fall ist der Einstieg in der Fluss. Das wäre das ganze S und damit ein halbes S. Genau, und auch von unten rein, von der Fußwand, durch die sozusagen durch die Vertikale durch. Na, von der Mitte? Ja. Genau, da nach unten jetzt, genau. Genau so, gell? Ja, genau, diese Linien, das, wenn man sowas findet, das ist sehr hilfreich. Und das sind dann auch die Gründe, warum die Fotos funktionieren. Genau, warum, genau. Und andere, wenn man sowas, das dann wird schwieriger. Und wenn man nur Vertikale hat, dann wird es ein bisschen langweilig und sowas lockert das auf. So, jetzt war der Franz dann so nett und hat uns nur ein Panoramafoto geschickt. Franz, kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Fangen wir zuerst mit dem Endergebnis an. Ja, warte mal, ich muss da nur das Ding löschen, den Kommentar. So, geht schon. Ja, das ist ein Panoramafoto von Untersberg. Und hier habe ich verwendet gehabt mein Objektiv 70-200 auf einer Vollformatkamera mit einem Zweifachverstärker. Und der Vorteil ist durch dieses gewaltige Panorama, dass ich also gewaltig hineinzoomen kann. Wenn du das vielleicht einmal stufenweise magst. Du, ich habe das ein bisschen reduziert, weil das hat mein PowerPoint niedergehauen. Das war so eine große Datei. Darum habe ich hier ein bisschen in der Auflösung reduziert, weil ich das sonst. Ja, ist ja nur zoomen, meine ich. Dass man so ich kann da leider jetzt im Moment nicht zoomen. Okay. Ich kann das vielleicht nachher noch vorbereiten, da muss ich das Original tun. Man kann praktisch bis in die Festung Hohe Salzburg, bis in die Zimmer hineinzoomen, die Stochen scharf. Und das ist der Vorteil, dass ich eben praktisch hier mit einem 400 Objektiv gearbeitet habe, dass ich Detailausschnitte sehe, die was einfach gewaltig sind. Hast du da einen Notalpunktadapter verwendet? Hier nicht, weil ich damals also noch keinen besessen habe. Ich habe das auch noch freie Hand gemacht. Das freie Hand ist problemlos möglich, wenn man einfach geeignete Entfernung hat. Also da ist wahrscheinlich die Luftlinie vom Gipfel des Untersberges bis zu dem Bild zwischen 1 Kilometer und 2 Kilometer. Und das sieht man dann jetzt am nächsten Foto, wenn du das jetzt nochmal zurückschaltest. Das ist die Aufnahme, bevor ich es gestitcht habe. Und da habe ich den Fehler gemacht. Das war nachher, warum ich mir dann einen Notalpunktadapter gekauft habe, damit ich also drei parallele Linien gehabt hätte und nicht immer den gleichen Ausgangspunkt und gerade geschafft habe, dass zum Ende auseinandergeht. Also der Adapter hilft natürlich leichter, wenn ich ein dreireimiges Panorama mache, dass das wirklich dreireihig wird und nicht, dass da die Hälfte fällt, weil ich einfach zu tief war. Also wenn jetzt jemand nicht weiß, was ein Notalpunktadapter ist, dann braucht es nicht erschüttert sein. Aber es wird sicher mal ein Thema sein, Panoramafotografie. Jetzt werde ich schnell mal schauen, ob ich das Originalbild habe, weil dann können wir da noch reinzoomen. Ich habe das dann nämlich eh gespeichert. Jetzt müssen wir es dann nur ganz geschwind. Eine Sekunde nur bitte. Ich zeige euch in der Zwischenzeit einen Notalpunktadapter. Genau. Da haben wir da so ein Bauteil. Dann kommen die Teile dazu. Na, jetzt kommt er nicht raus aus der Kiste. Da ist so ein Winkel. Dann baut man dann die Kamera oben drauf. Und dann dreht sich das, die ganze Kamera um den Notalpunkt. Und man hat im Prinzip im Hintergrund, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt. Franz, wie heißt das, dass sich das dann nicht überschneidet? Ja, bin ich jetzt auch überfragt. Warte, ich sehe dich gerade nicht, Oliver. Was meinst du jetzt? Ja, man muss ja die Kamera dann verschieben da. Ja. Die Linien bewegen wir nicht den
den Adapter dann drehen. Nein, nein, der Drehpunkt ist dann genau am Nodalpunkt und nicht dort, das ist halt der Punkt. Der Drehpunkt ist dann genau am Nodalpunkt, also am Nodalpunkt des Objektivs und nicht dort, wo die Stativschelle ist. Und durch diese Verschiebung hast du dann eben keine Verzeichnungen, Verzerrungen beim Panorama erstellen. Mach's einfach in Photoshop auf, ganz normal. Ja, bin ich gerade dabei. Eine Sekunde noch. Ich habe dann spontan oft so gute Ideen, wenn ihr mir irgendwas schickt, was wir dann in Zukunft da, also Panoramafotografie ist sicher so ein Thema, was wir mal machen werden. Jetzt gebe ich meinen Bildschirm noch einmal frei. So. Das ist nämlich das Faszinierende dann an so riesige Bilder. Wenn man da jetzt, seht ihr mein Bild, oder? Ja. Also ich kann da einfach reinzoomen ohne Ende. Geht es da mal auf 100%. Ich habe immer noch ein scharfes Bild und kann da einfach wirklich mir das ganz genau und sehr groß anschauen. Das ist sozusagen der Clou an so einem riesigen Panoramafoto. Weil manche Leute glauben, ja gut, das ist rausgeschnitten, aber in Wahrheit, wie viele Fotos waren das, Franz, in Summe? Also ich runter, muss ich nachschauen. Ungefähr. Das Salzburg war dreireihig aus HDR, also 3x65 Hochformataufnahmen. Also 180 Bilder. Da muss man auch schon eine gute Logistik haben, damit das dann auch wirklich funktioniert. Jetzt habe ich euch noch, oder vielmehr der Peter, wir haben euch einen amerikanischen Fotografen rausgesucht, das werden wir auch noch teilen, den Link. Der hat ein schönes E-Buch auch über Landschaftsfotografie herausgebracht. Und es gibt ein Buch, das heißt The Idiot Brain. Und zwar, das ist von einem Neurowissenschaftler und der erklärt dann, wie wir funktionieren, unser Sehen und so weiter, die ganze Wahrnehmung. Ich werde jetzt noch schauen, ob es da eine deutsche Übersetzung gibt. Peter, du hast das schon gelesen und ich glaube, das war sehr spannend, oder? Ja, das ist sehr interessant, ja. Und das erklärt dann diese ganzen Sehfunktionen, diese Farbkonstanz und die Größenkonstanz. Und das ist sehr interessant. Das kennen wir alle aus der Realität, aber man kann das nicht zurückverfolgen, wenn man sich hört, es wirft das doch, naja, irgendwie habe ich die Farben anders in Erinnerung oder die Größenverhältnisse anders in Erinnerung, aber das ist funktioniert so, dass wir, und das ist eine sehr alte Funktion unseres Gehirns, das kommt noch aus der sozusagen Jäger- und Sammlerzeit, dass man sehr viele Grünschattierungen erkennen können und dass man sehr, sehr gut speziell im Schatten sehen, weil dort aus dem Schatten normalerweise die Gefahr gekommen ist. Das ist sicher ein guter Tipp. Fein. Dann sind wir mal soweit fertig. Und ja, dann, ja, danke. Ja, würde ich an den Oliver übergeben. Ja, Photoshop Challenge. Einen Moment, ich schalte auf mein Photoshop. Seht ihr meine Maus kreisen? Ja. Ja. Das ist das Bild, was wir von Wolfgang bekommen haben, was er in Schottland aufgenommen hat. Er hat da ein 14mm Objektiv verwendet. Island. Also eine sehr kurze Brennweite. Das heißt, das, was im Vordergrund ist, wird durch diese kurze Brennweite irrsinnig groß abgebildet. Und das, was im Hintergrund ist, wandert dann irrsinnig weit weg. Also ich war jetzt da nicht dabei. Also ich kenne diese Landschaft nicht, aber ich vermute mal, dass dieser Berg in Wirklichkeit deutlich höher ist. Wolfgang, ist das so? Das ist richtig. Das ist nebenbei in Island aufgenommen. Der Berg ist deutlich höher, selbstverständlich. Ja. Aber dadurch, dass das in Bauchlage ist, direkt vor diesem Blumenbüschel, wirkt er relativ klein dann. Gar. Ja, also das ist immer das gleiche Prinzip. Landschaftsaufnahmen, wenn ich sage, ich möchte den Vordergrund wunderschön da abbilden und dann aber noch die ganze Landschaft im Hintergrund zeigen, damit sich sozusagen der Betrachter durch das ganze Bild bewegen kann, dann werden halt diese Elemente im Hintergrund irrsinnig klein. Und ich habe jetzt einmal begonnen mit der RAW-Konvertierung. Der Wolfgang hat das sehr sauber fotografiert, also da habe ich fast nichts machen müssen. Ihr seht es eh, ich habe
bisschen was an der Belichtung gemacht, aber mehr war da gar nicht zu tun. Dann der nächste Schritt nach der RAW-Konvertierung ist, ich schaue mir immer an, ob ich irgendwelche Störer im Bild sehe. Ein Störer ist irgendein Element, was mich irgendwie ablenkt, irritiert oder den Blick zieht und obwohl ich dort gar nicht hinschauen möchte. Also da habe ich zum Beispiel ein Störer, das sind diese hellen weißen Steinchen, die da zu sehen sind. Also ich möchte nicht, dass der Betrachter dieses Bildes jetzt auf dieses Steinchen blickt, sondern da ist dieses tolle Motiv. Und dann kann man natürlich auch überlegen, retuschiert man da dieses Grasbüschel weg oder diesen Grashalm. Und ich habe mich dann entschieden, da zwar dieses längere Grasbüschel wegzuretuschieren, aber das noch lassen. Weil das ist jetzt so ein, es ist jetzt kein Störer, aber es ist jetzt so, es belastet ein bisschen die Balance, was aber dem ganzen Bild wieder für meinen Geschmack wieder positiv kommt. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, diese kleinen Berge da hinten, mich spricht das jetzt nicht an, weil ich habe ja in den Metadaten gesehen, mit 14 mm fotografiert. Und dann habe ich mir gedacht, na dann strecken wir mal den Hintergrund ein bisschen. Also ich war jetzt nicht dabei bei dieser Fotoreise. Wolfgang, entspricht es jetzt den Dimensionen der Landschaft, so wie, dies, wie du sie wahrgenommen hast? Na, die Berge waren noch etwas höher. Also noch etwas höher. Und dabei habe ich es schon so massiv gestreckt. Also ihr seht, wenn man mit so einem Weitwinkel fotografiert, was dann mit dem Hintergrund passiert. Also ich habe es jetzt so gemacht, dann sind mir da noch ein paar Störer aufgefallen. Und dann war für meinen Gefühl jetzt, ich habe jetzt da irrsinnig viel Boden, und der Himmel war für meinen Geschmack jetzt vielleicht eine Spur zu wenig. Jetzt haben wir halt ein bisschen synthetisch einen Himmel dazu gebaut, weil ich gedacht habe, ah, jetzt passt sozusagen die Balance Himmel zu Erde. Und dann war für meinen Geschmack noch die Geschichte, ich sehe mir das Bild jetzt an und nehme wahr, dass man jetzt vielleicht dieses Hauptmotiv da zu sehr am unteren Rand irgendwie klebt. Also ich habe da jetzt diesen Abstand zum Hintergrund und da ist man jetzt vom Gefühl her, ich bin ein Techniker, ich bin ein Physiker, so Balancen in Bildern, daher habe ich jetzt den Vordergrund auch noch ein bisschen gestreckt, dass dieses Hauptmotiv jetzt vielleicht in der Mitte da ein bisschen mehr ausbalanciert ist. Ja, dann war das Bild jetzt einmal von der Komposition für mich soweit in Ordnung. Dann habe ich halt den Kontrast ein bisschen erhöht, dass diese Blumen noch ein bisschen mehr zur Geltung kommen, dieser schwarze Boden da vielleicht noch ein bisschen intensiver wird. Es ist halt bei einem bewölkten Himmel aufgenommen worden, da ist halt das Licht halt nicht so intensiv. Ja, dann haben wir mit dem Licht noch ein bisschen gespielt, ein bisschen einen Spot da auf den Vordergrund gesetzt, dass ihr seht, dass die Ränder noch ein bisschen abgedunkelt, dass noch einmal ein bisschen mehr der Blick zum Zentrum dieses Bildes geht und dann nur mehr die Schärfe. Und dann sage ich, ja, ist das Bild jetzt für mich fertig. Wolfgang, ganz wertfrei, was sagst du jetzt zu meiner Komposition? Ja, entspricht der natürlichen Struktur etwas mehr. Das andere ist halt dem 14 mm Objektiv geschuldet. Ja, also meine Botschaft an sich ist jetzt, ihr könnt natürlich Landschaftsaufnahmen mit einer extrem kurzen Brennweite machen, damit man halt den Vordergrund sehr schön inszeniert. Was man aber machen könnte, und das hat auch der Peter heute schon einmal gesagt, wir Menschen machen pausenlos so Panoramaaufnahmen. Das heißt, wir schauen permanent durch einen Weitwinkel, durch eine Tele und unser Gehirn baut permanent diese Landschaft zusammen. Und man kann dann sagen, okay, wenn ich das Bild so haben möchte, dass es wie ich es empfunden habe, dann muss ich halt zum Vordergrund noch einen schönen Hintergrund bauen. Also das ist die Botschaft, weil so verschwindet halt der Hintergrund, wenn der Wolfgang sagt, der Berg war noch viel größer als jetzt, was ich dargestellt habe. Ja, die zweite Geschichte, was ich euch heute noch zeigen möchte, ist aufgrund dieser vielen Photoshop-Webinaren, die wir jetzt in den letzten 5 Wochen durchgeführt haben, schicken mir auch die Teilnehmer
immer wieder fertige Bildergebnisse und ich schaue mir dann das Bild an und gebe Feedback immer wieder dazu. Und das hat mir auch ein Teilnehmer geschickt und er war, hat mir geschrieben, er hat den Hintergrund, der war weiß bei diesem Bild und er hat ihn durch einen farbigen Hintergrund ausgetauscht. Also er hat eine harte Lichtquelle beim Fotografieren verwendet, das heißt das Model da wunderschön ausgeleuchtet, dann hinten der Schatten auf dieser weißen Wand und dann hat er halt da diese weiße Wand freigestellt und einen anderen farbigen Hintergrund eingezogen. Und ich habe ihn dann zurückgeschrieben, sehr schöne Arbeit, aber es sollte auch der Schatten die Farbe des Hintergrunds aufnehmen, weil das passiert, wenn man Schatten in einem Bild hat. Naja, dann habe ich halt also einen neuen Hintergrund eingezogen, das Modell einmal wieder freigestellt. Jetzt ist natürlich noch nicht der Schatten da. Ja, den muss man halt auch nochmal extra freistellen und dann am Bild halt dementsprechend einblenden. Und das ist im Prinzip eine normale Abdunkelung nur. Also einfach mit einer Gradationskurve oder mit einer Tonwertkorrektur abdunkeln. Also jetzt sehe, jetzt Achtung, ich bewege jetzt die Tonwertkorrektur, schaut es am Schatten, jetzt wird er weniger und jetzt wird er wieder intensiver. Also ich kann auch das Gegenteil machen, aber wir wieder so ein, okay, so ungefähr, das sehe ich jetzt als realistisch. Ja, und dann kann man sich noch ein bisschen mit den Farben spielen. Man könnte jetzt einen Verlauf im Hintergrund ein, dass man sagt, der untere Teil ist halt pink und der obere Teil ist gelb. Und weil wir das jetzt so brav da mit Masken ausgeschnitten haben, also ihr seht, das ist die Maske jetzt vom Model, dass der Hintergrund frei ist und das ist jetzt die Maske noch vom Schatten, kann ich jetzt natürlich sehr flexibel mich jetzt da noch mit den Farben im Hintergrund spielen. Also ich kann Türkis oder bläulich-türkis, das wäre eine Möglichkeit. Da hat mir halt das Gelb sehr gut gefallen. Und ich kann natürlich auch da zusätzlich noch den Verlauf jetzt dann, was ich sage, senkrecht oder diagonal. Also da bin ich jetzt ganz flexibel. Ich kann ihn auch skalieren, den Verlauf. Das ist, sage ich, mache ihn größer oder wieder kleiner. Also genau. Oliver, ein Tipp aus der Malerei, wenn man sich beim Schatten nicht sicher ist, welcher Farbe er hat, dann mischt man einfach die Komplementärfarbe rein, also bei Gelb-Violett und das ist dann ein glaubwürdiger Schatten. Also Schatten sind immer kühler als das normale. Nein, das kommt auf die Lichtquelle drauf an. Okay. Also draußen, weil ein kühleres Licht, sind es wärmer und drinnen im Studio sind es kühler. Genau. Okay. Ja, also jetzt noch zu dem Verlauf hier. Das ist jetzt ein linearer Verlauf von oben nach unten und ich kann aber auch da einen Radialverlauf machen. Und wenn ich den jetzt skaliere, kann ich sagen, in der Mitte halt pink und außen rund und wenn ich da die Farbstimmung noch ändere, also da kann man sich dann natürlich spielen ohne Ende. Jetzt ist vielleicht von der Farbe her ein bisschen zu tief, na, dann reduziert man die Ebene nochmal die Decke noch und ja, das heißt, das Entscheidende bei diesem Bild ist halt, dass man sich eine schöne Maske für das Model baut und dann noch eine schöne Maske für den Schatten und dann kann man halt natürlich viele Variationen für dieses Bild schaffen. Ja, und zum Schluss jetzt noch die Ankündigung für nächste Woche. Am Dienstag haben wir wieder Photoshop für Einsteiger. Elisabeth, bist du noch da im Fotocafé? Die Elisabeth ist da beim Kurs. Also wer da noch mit einsteigen möchte, am Dienstag um 19 Uhr, wir starten bei Null. Das heißt, Photoshop bei Null und dann arbeiten wir uns vor. Und am Samstag, der 16. Mai, geht es um finale Bildlooks. So wie das, was ich jetzt da vorher gezeigt habe. Man sagt, man stellt das Model frei, baut dann mit harmonischen Farben im Zweiklang oder Dreiklang diverseste Bildlook, einmal für den Hintergrund und man kann dann auch, das zeige ich auch ganz kurz, ganz coole Bildlooks machen, indem ich sage, na gut, ich mache da in die Schwarztöne vielleicht ein bisschen ein Magenta rein, dann wird das Schwarz, kriegt dann eine andere Farbe, das wäre ein Bildlook
Oder ich lege noch einen Farbkontrast über das Bild. Man sagt, ich reduziere in den Mittentönen das Rot. Schaut, dann wird es kühler oder ich mache das wärmer, das Bild. Oder lege man noch einen zweiten Farbkontrast drüber und mache in den hellen Grün und da. Und wieder ist ein neuer Bildlook entstanden. Und das sollte halt auch wieder zum Bildstil passen. Und das schauen wir uns dann am Samstag um 19 Uhr im Webinar an. Gibt es von eurer Seite her noch Fragen? Dann gebe ich wieder zurück zum Karl. Ja, danke, Oliver. An Vorschau jetzt für die nächsten zwei Wochen. Am 17.05. geht alles um das Thema Makro. Wir würden euch jetzt schon bitten, schickt uns wieder Bilder. Und ich freue mich ganz besonders, der Norbert Kopf, das ist der Traumgärtner aus Salzburg, also ein lieber Freund und exzellenter Fotograf, der sich sehr viele Jahre schon mit dem Thema beschäftigt und der uns so ein bisschen seine Philosophie vorstellen wird. Und die Nummer 10 am 24.05. wird eine Sondernummer sein. Da werden wir uns ganz um das Thema Madeira kümmern. Nachdem ich selbst schon 18 Mal in Madeira war und auch freundschaftliche Kontakte nach Madeira habe, werden wir auch ein paar besondere Gäste haben. Dann sage ich einmal Danke fürs Dabeisein heute. Und mit Rinaldo. Danke.